herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die, wenn man vom Teufel spricht, Box von Hämatom. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wenn man vom Teufel spricht, von Hämatom, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier eine recht große Box, eine rechteckige Box vor uns liegen. Wir haben hier einmal auf dem Deckel, auf dem Boxcover, einen riesengroßen Kopf abgebildet mit zwei Hörnern. Also das dürfte wohl der Teufel sein. Und geradewegs in seinen Mund laufen hier diverse Personen. Also das hier vorne dürfte irgendwie eine Familie sein mit kleinem Kind. Dann haben wir links noch ein Brautpaar, ebenso wie eine ältere Person scheinbar mit Stock. Und es sind hier wirklich diverse Vertreter der Gesellschaft, die hier alle schnurstracks auf diesen Mund zusteuern. Das Ganze ist in so einer Wasserfarben- oder Ölfarbenoptik. Also wir sehen hier auch die einzelnen Schraffuren. Hier unten lesen wir Hämatom, wenn man vom Teufel spricht. So sieht das aus. Hämatom, wenn man vom Teufel spricht, Limited Freak Box. So nennt sich das Ganze. Ja, als Freak werden ja die treuesten Supporter bzw. der harte Kern der Hämatom-Fans bezeichnet. So bezeichnet Hämatom seine Fans, seinen harten Kern. Hier ist das Ganze dann nummeriert. Das gefällt mir richtig gut. Wir können hier nämlich nachvollziehen, dass es eine Gesamtauflage gab von 500 Boxen. Und meine Box ist in diesem Fall Nummer 410. Ja, hier lesen wir das auch nochmal. Und auf der Unterseite haben wir die vier Bandmitglieder nebeneinander laufen. Also in diesem Fall Ost, Nord, West und Süd. Und dann haben wir hier noch den Boxinhalt aufgelistet. Die Album-CD in einem Digipack, wenn man vom Teufel spricht. Eine exklusive Fanmaske, eine Fahne und eine handsignierte Autogrammkarte. Gut, Credits gibt es hier unten noch. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier dann aufklappen. Also recht ungewöhnlich vom Design, vom Verschluss. Also hier geht das Ganze aufzuklappen. Und hier kommen wir dann zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Maske. Das Album. Die Autogrammkarte. Den Sticker und die Fahne. Von innen die Box glatt schwarz, auch hier, also komplett in schwarz gehalten von innen. Packen wir die Box mal wieder zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, wie zum Beispiel Fahne und Album, werden wir uns diesen mal widmen. So. Wie ist denn die hier verpackt? Ah ja, genau, hier oben. So, das ist die Fahne und dann haben wir natürlich noch das Album im Digipack. So. Gut, Folie haben wir hinter uns gebracht. Dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hämatom, wenn man vom Teufel spricht. Also Cover ident wie auch das Boxcover. Das Ganze kommt, wie gesagt, in einem Digipack. Es ist das vierte Album von Hämatom. Hier lesen wir auch wieder Hämatom, wenn man vom Teufel spricht. Und die Katalognummer. Und dann haben wir auf der Rückseite, wie auf dem Boxboden, haben wir schon die vier Jungs hier nebeneinander gesehen. Oben rechts gibt es einen Barcode, darunter die Credits und natürlich die Tracklist. Also, wir haben hier 13 Tracks an der Zahl. So sieht das aus. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Jawohl. Also das gefällt mir schon mal richtig gut auf den ersten Blick. Warum? Weil wir hier die Lyrics haben. Wir haben hier wirklich pro Track abgetippt die Lyrics. Hier kann man das Ganze dann mitlesen, mitsingen, nachlesen, wie auch immer. Dann haben wir einmal Nord abgebildet. Dann haben wir hier einmal West abgebildet, Ost, oh, hier ist schwer zu sagen, wer das ist, aber es dürfte wohl West sein mit runtergezogener Maske.
Okay, dann hier Aufnahmen der Menge. Also hier dürfte gerade ein Konzert gewesen sein. Dann hier einmal alle vier. Hier sehen wir dann auch nochmal die Rollenverteilung. Also Ost ist für die Gitarre verantwortlich, Nord für den Gesang, West für den Bass und Süd für das Schlagzeug. Ja, daran hat sich auch bis heute nichts geändert an der Rollenverteilung bzw. an der Besetzung. So sieht das aus. Jawohl. Also alle 13 Tracks hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Gefällt mir richtig gut. Und hier zum Abschluss gibt es dann noch die Credits. Wer hier wofür verantwortlich ist. Recording, Mixing, Mastering, Label und. Das alles kann man hier lesen. Und was lesen wir hier noch? Eine Danksagung, okay. Und dann gibt es noch hier einen Spruch. Jeder von euch hat uns in der Vergangenheit kräftig unterstützt. Dafür sagen wir nochmal ganz laut Dankeschön. Jawohl. Sehr schön. Hinter diesem Booklet kommt dann noch dieses Foto hier zum Vorschein. Also auch nochmal eine Abbildung der Band. Alle vier Mitglieder hier nebeneinander. Dann packen wir das Booklet mal wieder in diese dafür vorgesehene Stecktasche. So sieht dann die Album-CD aus. Also hier ist von dem Teufel nicht mehr viel zu sehen. Hier haben wir eine, ja, sieht aus wie eine Landstraße oder eine Autobahn. Also der Horizont ist in diesem Fall frei. Der Teufel ist scheinbar weg. So, das ist die CD. Dahinter kommt das Hämatom-Logo zum Vorschein. Dann packen wir das mal zur Seite. Dann haben wir eine Fahne mit dabei. Die ist recht groß. Und zwar ist das hier eine Hämatom-Fahne. Wir haben hier den Schriftzug. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Ja, also wir haben hier eine Fahne in schwarz, blau, grau und ja, olivgrün, würde ich sagen, ist das. Und in der Mitte haben wir dann einen weißen Hämatom-Schriftzug, der sich hier über die gesamte Breite zieht. Wir haben dann diese diversen Farben und oben, sowohl links als auch rechts, haben wir dann hier so eine Metallöse, so einen Metallring mit eingenäht. Bedeutet, man kann die Fahne natürlich auch aufhängen. Und wir haben es bei der Fahne zu tun mit einem One-Trade-Produkt, okay, 100% Polyester. Jetzt würde mich nur interessieren, ob wir noch einen weiteren Einnäher oder Zettel finden, der uns irgendwie darüber Aufschluss gibt, wo das Ganze produziert wird, aber nein, kann ich jetzt hier nicht erkennen. So, also die Fahne im Querformat und eben in den beschriebenen Farben gestaltet mit diesem weißen, riesengroßen Hämatom-Schriftzug. Also die Fahne ist echt richtig groß. Dann haben wir diese Fanmaske. Also ist zweifelsfrei die Fahne von Nord. Also hier der Sänger. Wir haben hier eine weiße Kunststoffmaske mit Öffnungen an der Nase. Der Mund ist zu. Und dann haben wir noch Öffnungen an den Augen. Das Ganze dann hier so schwarz besprüht, wie man es kennt von Nord. So sieht das Ganze von innen aus. Ah ja, okay, also hier wurden scheinbar viele, viele Masken nebeneinander besprüht, wahrscheinlich 500, nachdem es 500 Boxen gibt. Und hier haben wir dann noch so ein paar Abfärbungen, also so ganz leichte schwarze Farbsprenkel. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das Ganze ist dann hier mit einem Gummizug verarbeitet, bedeutet, der ist hier links und rechts festgemacht. Und damit kann man das dann entsprechend auf den Kopf machen und sich dann hier als Nord durch die Gegend bewegen. Sehr schön. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte, die ist im Querformat. Auch hier haben wir wieder die vier Herrschaften nebeneinander laufen. Also links ist in diesem Fall dann Ost, dann in der Mitte Nord und West und rechts Süd. Und auf der Rückseite lesen wir noch, trete dem Hämatom Freak Team bei und unterstütze uns auf unserem weiteren Weg. Alle Infos unter hämatom.de. Ja, also ich gehe mal davon aus, da gibt es dann auch eine Community, eine eigene Freak-Community, unter denen oder wo man sich dann wirklich engagieren kann und wahrscheinlich auch austauschen kann mit anderen Leuten. Also wie gesagt, Freaks, das ist dann der harte Kern der Supporter. Und dann haben wir zum Abschluss noch einen Sticker im Querformat.
Hämatom, Freak, die Teufel sind unterwegs, lesen wir hier. Ja, also ein Hochglanzsticker im Querformat. So sieht es aus. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt, der Sticker im Querformat. Dann diese Autogrammkarte, ebenfalls im Querformat mit allen vier Unterschriften. Dann haben wir diese besprühte Fanmaske und diese große Fahne im Querformat. Sowie natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, wenn man vom Teufel spricht, von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.